Was für VW Audi ist für Toyota Lexus? Nur mit dem Unterschied, dass Lexus bis jetzt noch bei den braven Luxuslimousinen und SUVs geblieben ist. Bis jetzt. Denn ab Dezember 2010 wird der Lexus LFA produziert. Und der brauchte gerade mal 10 Jahre Entwicklungszeit, um zu dem zu werden, was er heute ist. Nämlich ein Supersportwagen der Extraklasse. Der V10-Motor mit 4,8 Liter Hubraum besitzt die Größe eines V8-Motors und das Gewicht eines V6-Motors. Vor 10 Jahren war noch eine Voll-Aluminium-Karosserie geplant. Heute sind 65% der Fahrzeugkomponenten aus carbonfaserverstärktem Polymer. Deswegen liegt das Leergewicht bei kompakten 1485 Kilo. Und die werden von 560 PS Leistung und 480 Newtonmeter Drehmoment ohne Probleme in 3,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h katapultiert. Für das schnelle Kurvenfahren ist dank Front-Mittelmotor-Konzept ein ideales Gewichtverhältnis zwischen Vorder- und Hinterachse von 48% zu 52% gegeben. Der Motor ist für die Rennstrecke gebaut und dermaßen drehfreudig, dass ein analoger Drehzahlmesser niemals mithalten könnte mit dem Tempo, wie der LFA Drehzahl gewinnt und wieder verliert. Deswegen wurde kurzerhand ein digitaler Tacho mit einer ordentlichen Reaktionszeit eingebaut, an dem man alle wichtigen Informationen ablesen kann. Wer einen haben will, muss sich beeilen, denn es werden nur 500 Stück in Handarbeit produziert. Der Startpreis liegt bei 375.000 Euro.